Future. Auf der Erde geht im Zentrum der Weltraumpolizei in New York die Meldung ein, dass 5 gefährliche Verbrecher aus einem Gefängnis auf dem Planeten Kelbes ausgebrochen sind. Ja, verstanden. Ich wiederhole die Namen der 5 Verbrecher. Vulko, Lohn, Garson, Gusuruku, Chica, Bulwa und Sens. Nein, das stimmt nicht. Chica wurde nur zu 25 Jahren verurteilt. Was? Sie wissen nicht, in welche Richtung Sie geflohen sein können? Das ist ja unglaublich. Dehnen Sie die Suche sofort auf das gesamte Weltall aus. Mr. Anderson? Oh, Mr. Cashew. Warum haben Sie mir das nicht schon früher gemeldet? Ich weiß, Mr. Cashew, das ist nicht zu entschuldigen. Aber ich verspreche Ihnen, dass wir Sie schnellstens wieder erwischen werden. Es ist besonders wichtig, Kowloon gefangen zu nehmen. Er ist der gefährlichste von Ihnen, weil er seine umfangreichen wissenschaftlichen Kenntnisse bei den Verbrechen mit einsetzt. Es gibt im ganzen Weltall nur einen Menschen, der sich mit ihm messen kann. Aber mit... Herr Selagani? Was? Ja, das mache ich. Was ist? Kowloon und die anderen Verbrecher haben gerade ein Forschungslaboratorium überfallen und 5 große Zyklotronenantriebe geraubt. Was? Zyklotronenantriebe werden doch nur für Riesenraumschiffe verwendet. Dadurch kann er noch gefährlicher werden. Wir müssen sofort etwas unternehmen. Wenn er erst diese Zyklotronenantriebe einsetzen kann, wird es fast unmöglich, ihn zu fangen. Fragt sich nur, wie wir ihn schnell fangen können. Ja. Wir müssen sofort Captain Future einschalten. Ja, Mr. Cashew? Vulko Lun ist mit mehreren Gefangenen ausgebrochen. Sie müssen deshalb sofort zu uns ins Hauptquartier kommen, Captain. Okay. Captain, ist was passiert? Vulkulun ist zusammen mit mehreren anderen Gefangenen ausgebrochen. Was? Ich glaube, dies war das erste Mal, dass Captain Future einen echten Schock erlitten hat. Meinen Sie das? Dazu müssen Sie wissen, dass Vulkulun der Sohn Victor Corbos ist, der damals Captain Futures Eltern umgebracht hat. Was? Er hat es mir erzählt, bevor er zu einem Einsatz losgeflogen ist. Er sagte damals auch, dass er sein Leben lang gegen jegliches Verbrechen im Weltall kämpfen wird, um so etwas wie den Mord an seinen Eltern zu verhindern. Deshalb müssen wir ihn hierbei einsetzen. Vulkulun, du wirst mir nicht entkommen. Ich werde dich eigenhändig gefangen nehmen. Guten Tag, Future. Ich habe schon von Mr. Cashew gehört, was vorgefallen ist. Es ist inzwischen noch etwas geschehen. Was denn, Mr. Anderson? Kurz nach Ihrem Aufbruch haben Sie ein Frachtraumschiff überfallen, die Eros, und haben wichtige Teile geraubt. Und zwar Teile, die zum Nukleartriebwerk gehören. Was? Teile des Nukleartriebwerks? Ja, und außerdem noch 5 Zyklotronenantriebe. Was zum Henker hat dieser Kerl nur vor? Ja, das frage ich mich auch. Mr. Anderson, der Kapitän des Frachtraumschiffs ist zurück. Schicken Sie ihn bitte sofort her. Er ist nämlich ein guter Bekannter, Captain Future. Da er mir schon mitgeteilt hat, dass er Ihnen eine Botschaft von Kowloon überbringen soll, habe ich ihn hergebeten. Anderson! Anderson, schlimmer hätte es nicht kommen können. Freut mich, dass Sie gekommen sind, Captain. Captain Future wartet schon auf Sie. Am besten sprechen Sie gleich mit ihm. Kommen wir gleich zur Sache. Wie ich erfahren habe, hat Kowloon Sie mit einer Botschaft zu mir geschickt. Stimmt das? Ja, das stimmt. Und wie lautet die Botschaft? Ich hatte sie doch hier reingesteckt. Wo ist sie denn? Hier ist sie. Hören Sie auf, Captain. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ja,
Sie haben recht. Es ist nur ein Spaß. Captain! Future, haben Sie etwas abbekommen? Oh, dieser Verbrecher! Warten Sie! Wieso, der Captain? Dieser Verbrecher wollte Sie gerade umbringen. Dem wird ich's zeigen. Greg, Otto, hören Sie auf! Sehen Sie doch, der Captain folgt nicht seinem eigenen Willen. Was sagen Sie? Sehen Sie die Narbe am Kopf? Man hat ihm bestimmt eine Fernsteuerung eingesetzt. Wir haben uns lange nicht gesehen, Captain Future. Das ist Vulko Lunds Stimme. Ich erkenne sie genau. Sie haben recht. Ich werde Sie und Ihre Mannschaft vernichten, sobald ich meine Aufgabe erfüllt habe. Das wollte ich Ihnen nur mitteilen. Ich plane die größte Aktion in der Geschichte des Weltalls. Wenn sie mir gelingt, werde ich das gesamte Weltall beherrschen. Und Ihr Schicksal wird in meinen Händen liegen. Captain! Captain, was ist mit Ihnen? Er ist tot. Otto, bringen Sie ihn in eine Klinik und lassen Sie die Fernsteuerung herausnehmen. Okay, Captain. Das ist eine Kriegserklärung. Wenn wir ihn finden wollen, müssen wir als erstes herausbekommen, warum er das Forschungslabor überfallen hat. Vielleicht stoßen wir dabei auf eine Spur. Ich weiß nicht, ob uns das weiterhilft, aber vor ungefähr 14 Tagen wurde ein Wissenschaftler auf dem Planeten Ariel von einer unbekannten Frau getötet. Er hieß Kalle Kerr und arbeitete an einem geheimen Auftrag. Und kurz nach dem Mord sah eine Raumpatrouille ein kleines Raumschiff mit einer Frau an Bord verschwinden. Gibt es eine Beschreibung dieser Frau? In dem Bericht steht, dass sie einen stechenden Blick und grüne Haare hat. Das könnte Nurara sein. Meinen Sie wirklich, dass Nurara den Wissenschaftler umgebracht haben könnte? Wo wollen Sie hin? Ich fliege zum Forschungszentrum. Dort kann man mir bestimmt sagen, woran der ermordete Wissenschaftler gearbeitet hat. Wenn wir das wissen, gelingt es uns vielleicht zu erraten, was Kuulun vorhat. Ich komme mit, Captain. Nein, Joan. Fertigen Sie bitte eine genaue Liste an von allen Objekten, die bisher geraubt wurden. Also dann. Sie gesagt? Er ist der beste Student gewesen, der je bei mir studiert hat, glauben Sie mir. Und hatte er während seines Studiums irgendein Spezialgebiet? Ja, die Physik der fünften Dimension. Und dabei wiederum galt sein besonderes Interesse dem Parallelraum. Mir scheint, er wurde sehr stark von den Ideen Harris Haynes beeinflusst. Harris Haynes? Das ist doch der Wissenschaftler, der behauptet, schon einmal in diesem Parallelraum gewesen zu sein. Mhm. Sie wissen gut Bescheid. Ja, er behauptet, er hat ein Raumschiff konstruiert, mit dem er auf dem Weg über die fünfte Dimension in den Parallelraum gelangen kann. Das hat ihm aber bisher niemand geglaubt. Es ist sehr still um ihn geworden. Ich danke Ihnen, Herr Professor. Das war sehr interessant für mich. Was? Wie bitte? Ein Parallelraum? Was soll denn das sein? Erklären Sie es ihm, Captain. Wenn man es ganz einfach sagen will, es besteht die Möglichkeit, dass neben unserem Raum noch ein anderer, ähnlicher, ein Parallelraum existieren kann. Hm? Im Ernst? Noch ein Raum? Das kann ich mir kaum vorstellen. Ist dieser Wissenschaftler Harris Haynes mit einem Raumschiff da reingeflogen? Ja, das könnte durchaus möglich sein. Wenn sich zwei Objekte in einem dreidimensionalen Raum befinden, können nicht beide zur gleichen Zeit denselben Platz einnehmen. Der Raum muss unweigerlich platzen, wenn er überbesetzt ist. Mit anderen Worten, diese Objekte können nur zu unterschiedlicher Zeit denselben dreidimensionalen Raum einnehmen. Das heißt, die Objekte sind durch die Zeit getrennt, also durch die vierte Dimension. Daher ist es vorstellbar, dass neben dieser Welt eine andere in einer anderen Dimension besteht. Da sie aber in verschiedenen Dimensionen existieren, haben sie normalerweise keinen Kontakt miteinander.
kann man trotzdem in diese andere Welt gelangen? Die dritte Dimension ist von der vierten und die vierte von der fünften getrennt. Wenn man die fünfte Dimension zur Umgehung der vierten benutzt, kann man diese überwinden und den dreidimensionalen Raum verlassen und gelangt in den Parallelraum. Ich glaube, ich verstehe das irgendwie, aber ich frage mich, wie uns das helfen soll, Kuolun zu fangen. Oh ja, das kann es. Greg, Otto, wir müssen schnell auf den Planeten Ariel. Jetzt sofort? Ja, auf der Stelle. Warten Sie einen Augenblick. Warten Sie auf mich. Sie haben meine Frage immer noch nicht beantwortet, Captain. Sie reden drumherum, John. Sie wollen nur in seiner Nähe bleiben. Reden Sie nicht so einen Unsinn. Sie wollten wissen, was der Parallelraum mit Vul Kuolun zu tun haben könnte, nicht wahr? Ja, was? Es ist das kleine Raumschiff, mit dem Kuolun befreit wurde. Es heißt, dass es plötzlich aus dem Nichts auftauchte. Und genauso wieder verschwunden ist. Das bedeutet, das kleine Raumschiff, welches diese Leute fliegen, könnte aus einer anderen Dimension kommen und wieder dorthin verschwinden, sich somit völlig frei im Raum bewegen. Deshalb wurde es bisher auch noch nicht von den Raumpatrouillen erwischt. Ah ja. Stellen Sie sich vor, Kalle Kerr, der auf dem Planeten Ariel umgebracht wurde, und Harris Haynes haben ein Raumschiff konstruiert, mit dem man in den Parallelraum fliegen kann oder in einen anderen Raum. Vielleicht hat dann Urara dieses Raumschiff geraubt, nachdem es fertig war. Das könnte durchaus sein. Das heißt... Ja, richtig. Er hat dadurch die Möglichkeit erhalten, in den Parallelraum zu fliegen, wann immer er will. Das heißt, er kann jetzt tun, was er will, und wir bemerken es nicht mal. Wenn wir das verhindern wollen, müssen wir als erstes Kalle Kers Laboratorium genauestens untersuchen. Joan, Sie werden hierbleiben und genaue Nachforschungen über Harris Haynes anstellen. Hierbleiben? Das ist auch eine sehr wichtige Arbeit. Okay. Alles klar zum Abflug? Triebwerke starten, volle Kraft. Okay. Photonentriebwerk Stufe 1. Photonentriebwerk Stufe 2. Okay. Geschwindigkeit auf ein Drittel verringern. Anflug in ovaler Umlaufbahn. Ja, Sir. Geschwindigkeit verringern. Oh, hier gibt es ja überhaupt keine Berge. Der ganze Planet ist von einem Urwald bedeckt. Aber was hat Kalle Kerr denn auf so einem verlassenen Planeten erforscht? Wir sind hier, das herauszufinden. Sehen Sie sich genau um. Dort ist es. Ja, das ist es. Was? Ken Scott, was machst du hier? Oh, verdammt! Wenn ich Kuolun wäre, würdet ihr alle nicht mehr leben. Ich hätte euch leicht umbringen können. Was? Was soll das denn heißen? Hören Sie auf, er hat recht. Kuolun hat euch seinen Ausbruch gezeigt, wie gefährlich er ist. Wir sind so unvorsichtig gewesen, loszufliegen, ohne das Raumschiff genau durchzuschauen. Aber, Captain! Ein Streit hilft uns jetzt auch nicht mehr weiter. Ken, du bleibst beim Raumschiff und verhältst dich ganz ruhig. Nein, das will ich aber nicht. Auch nicht, wenn wir dir die Aufsicht über die Komete übertragen? Sie geben mir den Befehl zu bleiben? Fantastisch, fantastisch! Oh? Ah?
Der Junge ist ziemlich auf Draht. Man muss richtig auf ihn aufpassen. Aber er ist doch nicht vernünftig. Nicht vernünftig? Der Captain hat sich lediglich um seine Sicherheit Sorgen gemacht. Und er hat wirklich gedacht, er hält einen Befehl. Ja! Das habe ich mir schon gedacht. Was meinen Sie damit? Kalle Kerr hat an einem Raumschiff gebaut, das auf dem Umweg über die fünfte Dimension in den Parallelraum fliegen kann. Das ist ein eindeutiger Beweis dafür. Dann hat Nurara ihn getötet und das Raumschiff geraubt. Das steht fest. Einen Augenblick, Captain. Sagen Sie, wenn er das Raumschiff hier gebaut hat, wie konnte er es denn aus dieser Halle rauskriegen, hä? Das ist ganz einfach. Einfach? Da er es ja auf dem Umweg über die fünfte Dimension in den Parallelraum versetzen kann, stört ihn das Laboratorium nicht. Dort kann er direkt losfliegen. Wenn man von hier wegfliegen will, hebt man das Raumschiff nur etwas an, bringt es sozusagen in Startposition und versetzt es danach mit dem Spezialgenerator in die fünfte Dimension. Aha, deshalb ist dieser Raum wahrscheinlich auch so hoch. Ich frage mich nur, wie dieser Verbrecher Kurulun herausbekommen hat, dass es dieses Raumschiff gibt, das in den Parallelraum fliegen kann. Das möchte ich auch wissen. Was wollen wir nun machen, Captain? Wir müssen das Laboratorium genauestens untersuchen. Vielleicht finden wir einen Anhaltspunkt, wo er jetzt sein kann. Das ist genau das Richtige für mich, Captain. Verbrecher, der große Ken Scott wird euch schon zeigen, was Sache ist. Oh, Hilfe! Was gefunden? Nein, Captain, hier ist nichts. Captain, kommen Sie her, hier ist eine Bibliothek. Otto, Sie finden wirklich immer sehr schnell das Wichtigste. Gut, dann überlasse ich Ihnen hier die weitere Suche, Captain. Ich gehe lieber in die inneren Räume. Okay, Greg, sehen Sie sich genau um. Lassen Sie mich nur machen. Wenn wir es schaffen, mit diesem kleinen Modell in den Parallelraum zu fliegen, müsste es uns eigentlich auch gelingen, ein großes Raumschiff zu bauen, das dazu in der Lage ist. Mit einem großen Raumtransporter könnten wir dann den Schatz holen, den Harris Haynes im Parallelraum entdeckt hat. Es gibt also einen Schatz im Parallelraum. Was für einen Schatz? Das weiß ich auch nicht. Die nächste Seite wurde rausgerissen. Mir ist etwas eingefallen. Hm? Was denn? Wozu brauchen Sie eigentlich die Zyklotronenantriebe und die Teile der Nukleartriebwerke, die Sie geraubt haben? Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Die Antwort auf die Frage würde uns weiterbringen. Sie wollen diesen Schatz holen. Ja, das glaube ich auch. Ach. Wenn mir der größte Schatz der Geschichte erst einmal gehört, werde ich damit das gesamte Weltall kontrollieren können. Ist irgendetwas, Captain? Ich glaube, dieser Schatz übersteigt unsere Vorstellungskraft bei weitem. Hören Sie das? Was ist das für ein Geräusch? Das ist Kuoluns Raumschiff. Passen Sie hier auf, Otto! Was ist denn das für ein Pulver? Greg, untersuchen Sie es sofort, aber seien Sie vorsichtig. Mach ich, Captain.
Ken, wo bist du? Der Junge befindet sich in meiner Gewalt. Cool, und Sie sind ein elender Verbrecher. Das ist meine letzte Warnung, Captain. Lassen Sie mich in Ruhe oder ich vernichte Sie. Warten Sie! Leute wie Sie werden nie in der Lage sein, Captain Future zu besiegen. Glauben Sie mir! Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich endlich los! Warum legen Sie ihn denn nicht einfach um? Weil ich glaube, dass Future nicht so schnell aufgeben wird. Eine Geisel kann uns bestimmt noch von großem Nutzen sein. Doktor! Das wird ihm nicht helfen. Unglaublich. Ken! Captain, es sieht sehr schlecht aus. Beruhigen Sie sich. Sagen Sie mir sofort, wo Kuolons Raumbasis ist. Los! Captain! Was ist los, Greg? Ich habe das Untersuchungsergebnis über das Pulver an der Jacke. Ja und? Das Pulver ist radioaktiv. Die Strahlung ist sehr viel stärker als die von Uran. Wenn die Strahlung so stark ist, dann... Ja, dann heißt das, dass es für Flüge in den Parallelraum verwendbar ist. Wollten Sie das nicht gerade sagen, Professor? Ja, das heißt also, dass... Otto, fliegen Sie sofort auf den Planeten Almeria. Auf den Planeten Almeria? Ja, auf dem Almeria gibt es Material mit so intensiver Strahlung. Deshalb muss Ihre Raumbasis dort sein, wenn Sie ein so großes Raumschiff für den Flug in den Parallelraum bauen wollen. Dann glauben Sie also, dass ich Sie auf dem Planeten Almeria irgendwo erwischen werde? Ja, richtig. Okay, ich werde Sie schon finden, ganz gleich, wo Sie sind. Ich komme bald, Ken Scott.